Feuchtfröhlichen guten Tag wünsche ich euch zu einer weiteren Runde. Oh, sorry, Dark Souls 2. Ja, wir haben ein bisschen was vor, ne? Leute, boah, ich bin so menschlich, cool. Was haben wir eigentlich vor? Boah, jetzt muss ich gerade überlegen. Ich habe schon vor 5 Sekunden angehoben. Achso, ja, genau. Wir wollen erstmal. Wir haben ja letztes Mal das letzte DLC beendet. Wir haben jetzt alle Gebiete, außer das hier. Keine Ahnung, was das für ein Gebiet ist. Erkundet. Und jetzt wollen wir mal zu den einzelnen Riesenbäumen. Weil normalerweise dürfte da jetzt irgendwas. Ich weiß nicht genau, wie das hier funktioniert, aber irgendwie kann man zu den einzelnen Bäumen hingehen und da. Ah, ja, siehst du mal. Jetzt funktioniert's. Cool. Musste scheinbar vorher noch irgendwas machen. Oh, Alter. Aber dass das passiert, wusste ich auch nicht. Was passiert? Hey, wo bin ich denn jetzt? Lol. Aber man, Schwarz-Weiß-Film. Gedanken von Jaik. Alter. Das ist eine riesige Schlacht. Ja. Lol. Alter. Lol. Ja, mein Freund. So geht's nicht. Jung. Feuerdranken. Drankenstein oder Drakenstein? Das ist schon riesig. Alter. The fuck. Hä, aber haben die. Waren das denn jetzt hier so gute Menschen oder waren das auch schon Untote? Ich glaube, das waren noch gute damals. Lol, was ist das denn? Ach du Scheiße. Riesenfürst. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, ich wusste nicht, dass da jetzt ein Endgegner kommt, ne? Ah. Das dürfte machbar sein. Bam, Junge! Der ist fast down. Das schlagen wir nur einmal diesmal. Alter, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, schnell wieder ran. Kacke. Er hat leider nicht getroffen. Es ist dumm gelaufen, wirklich dumm gelaufen. Ich hätte ihn locker gehabt, wenn er getroffen hätte. Ich habe es nicht verstanden. Ja, ich habe doch. Wieso hat er denn nicht getroffen? Ah. Es war so easy. Es war so easy, der Typ, der Endgegner. Alter, es ist so peinlich. Das ist mir richtig peinlich gerade. Es ist unglaublich, dass mir, was in Dark Souls peinlich ist, dass ich sterbe. Weil eigentlich ist das ja Standard bei mir. Aber das ist eigentlich, das darf in dieser heutigen Zeit, ja? Lol, was liegt hier denn? Mann. Armer Kerl. In der heutigen Zeit, bei mir, darf das nicht mehr passieren. Es darf einfach nicht mehr passieren. Das ist einfach Fakt. Oh, das packt richtig ab hier. Ich dachte gerade, das Ding kommt auf mich zu, aber ich müsste es eigentlich besser wissen. Waren die da denn damals noch normal oder wie? Ich verstehe halt irgendwie die Story nicht dahinter. Ich verstehe sie nicht. Waren die denn normal jetzt gerade? Vorher, meine ich? Die wurden irgendwie belagert. Ach, die wurden belagert. Die Riesen wurden belagert, glaube ich. Scheiße.
Boah, dieser scheiß Feuerdings da die ganze Zeit. Ich trinke erstmal was. Lass es doch sehen. Ja, haben wir gut gemacht. Gut gemacht. So, hier erstmal ein bisschen Riesenfürst. Ich glaube, die Riesen wurden belagert hier, oder? Von diesen Truppen. Oh. Ich wollte gerade sagen, ey. So, wunderbar. Die wurden belagert, ne? Wäre cool, wenn der... Guck, das sind normale Menschen, glaube ich, diesmal. Die haben auch Blut und alles. Und haben diese Riesen belagert, würde ich jetzt mal so schätzen. Ich meine, das würde ich jetzt mal so aus Intention vermuten. Voll die coole Schlacht. Finde ich cool. Das ist so, oder? Und das ist dann auch so ein Traum von dem Riesen. Und da wurden die alle getötet. Und das zeigt das. Hurra für Mut. Okay. Nicht hier über den Rückzug. Okay. Ah, hier haben wir die Riesenseele gefunden. Die erste Riesenseele, die wir brauchen, von drei. Das heißt, wir brauchen noch zwei. Aha. Okay. Ah, und jetzt müssen wir zu den anderen Riesen noch gehen. Königszauberer von Nablan. Ja, mit dem mach ich mal kurz. Alter, 129.000 Seelen. Mit was habe ich das denn verdient? Damit hätte ich aber mal gar nicht gerechnet. 129.000 Seelen. Ich weiß gar nicht, was ich mit denen immer mit diesen Seelen machen soll, weil irgendwie für zwei Level lohnt sich das schon fast gar nicht. Aber was soll man sonst mit zwei Seelen, mit 129.000 Seelen machen? Man kann die auch nicht einfach mit tragen. Die zu verlieren wäre auch schade, oder? Keine Ahnung. Belastung bringt eigentlich nichts. Warte, ich mach mal Stärke nochmal hoch. Ich mach mal Zeit hier. Ich fände cool, wenn man wieder Menschlichkeit erwirbt, wenn man aufsteigt. Also das ist eigentlich auch schwachsinnig. Das ist eigentlich schwachsinnig. So. Klar, 40 Stück. Holen wir nochmal. So, und jetzt reisen wir nochmal zurück. Was mache ich denn hier? Zack. Du hast eigentlich auch zum DLC, ich glaube schon, ne? Ich würde es mal so vermuten. Wo sind denn noch Riesen? Also eine Riese weiß ich nur. Ah, ja okay, ich weiß bei den Riesen, wo sie sind. Ich weiß, wo sie sind. Da nicht. Ja, ich weiß beide. Wunderbar. Können wir ja schnell hinlaufen. Gehe ich in die richtige Richtung? Gehe ich hier? Ja, gehe ich. Ich muss gerade selber noch überlegen. Aua! Oh lol. Ich hab... Stimmt, ich bin ja in dem ersten Biom. Sag ich mal. Ich sag mal Biom. Kein Wunder, dass ich hier alles wegschnetze. Ich dachte schon gerade, hä? Warum war ich so viel Schaden? Aber... das ist ja klar. Oh, das ist mal schön. Da ist einer. Gehen wir nochmal in den Traum rein. Cool. Finde ich schön. Finde ich richtig schön.
Finde ich wirklich richtig schön. Das ist sau cool. Gedenken an Wammer. Bleibt nicht zu lange in der Erinnerung. Ah, guck mal. Was macht ihr hier? Ihr seid keiner von unseren Soldaten und ich halte euch nicht für einen Söldner. Wer auch immer ihr seid, dies ist kein Kampf, in den ihr euch einmischen möchtet. Ob euch eure Tapferkeit hierher geführt hat oder auch Dreistigkeit, dies ist kein Ort für euch. Aber für euch oder was? Ich bin Drummond und der Fürst hat diese Festung meiner Obhut unterstellt. Wer auch immer ihr seid, ich vergebe euch euer Eindringen. Aber verlasst diesen Ort. Umgehend. Erwähnt einfach meinen Namen, dann wird euch niemand aufzuhalten wagen. Ich will nicht. Und auch wenn ihr es nicht tut, meine Männer haben mittlerweile keinen Kampfeswillen mehr. Bald werden die Giganten über die Festung kommen. Es ist die Rache für die törichte Barbarei. Barbarei doch, des Königreichs. Der alterwürdige Fürst hat diesen Königreich errichtet, um seine Untertanen Wohlstand zu bringen. Was ihn so unverwandt hat, verwandelt hat, kann ich mir nicht vorstellen. Vor langer Zeit überquerte der König die Meere, plünderte das Land der Giganten und brachte einen Preis zurück. Zu der Zeit tauchten die Golems auf. Die Giganten sind keine normalen Barbaren. Ein einzigartiger Zorn brennt in ihren Herzen. Mein Vater und sein Vater, beide kämpften gegen diese Giganten auf genau diesem Feld. Die Giganten haben einen stählernen Willen. Sie können es nicht über sich bringen, die Missetaten unserer Fürsten zu verzeihen. Habt ihr es gesehen? Dieses turmartige Monster unter ihnen? Das ist ganz sicher ihr König. Er muss ins Wanken gebracht werden. Und wenn ich bei dem Versuch sterbe, meine Klinge mag versagen, mein Pfeil sich verirren, mein Wille aber wird nie brechen. Wer vom Schwerte lebt, wird durch das Schwert sterben, und ich werde nicht untergehen, ohne meines zu ziehen. Nehmt dies, ich glaube, ihr könnt es gut gebrauchen. Fragt mich nicht, warum, ich glaube es einfach. Hinfort mit euch. Juhu. Wie geil diese Story ist. Junge, ich komme gleich. Boah, sieht mega cool aus. Das ist so geil. Das ist so geil, wie das hier erklärt wird. Wie diese Riesen hinkommen, warum die alle untot sind und so weiter. Hammergeil, hammergeil. Wir haben also versucht, hier das Ding zu halten. LOL. Hätte ich mal lieber gelesen, ne? Hammer, wirklich. Ich finde es gerade so cool. So unglaublich cool, wie das gemacht ist. Das glaubt ihr gar nicht. Ich bin gerade so glücklich. Oha, was sind das für Viecher? Alter. Ich kann gar nicht mehr aufstehen. Alter Vater, ey. Die haben mich aber mal schnell ganz schön, massakriert, ey. Das ist mir schon fast ganz schön peinlich. Da war ich ein bisschen übermütig. Ich dachte nicht, dass der, vor allem, der konnte mich ja zweimal schlagen. Der zweimal auf den Boden. Was ist das? Oh, ups. Ich hab's nicht ganz gecheckt. Egal. Hammer. Hammer. Ich finde das so geil mit dieser Story. Das macht mich gerade so glücklich im Moment. Ha, ich habe ihn doch getroffen. Hey.
Nice, Junge. East, Alter. East gerackt. Drachenschuppe bekomme ich dafür. Aber wie geil, das macht mich gerade so glücklich. Ihr wisst gar nicht, wie glücklich mich das macht, diese Story da. Hammer, Alter, Hammer. Einfach nur Hammer. So. Ach, ja, ich muss noch mal zum Leuchtfeuer. Aber krass, dass ich den gepackt habe. So. Ah, gerade meinen lieben Freund geschrieben. Ich grüße dich, White Force. Das ist saugeil, Alter. Das macht mich gerade unglaublich glücklich hier. Die ganze. Alter, ich glaube, selbst wenn die blocken würden, die würden sterben. Das ist einfach saukrass. Warum ist das eigentlich so, wenn ich gegenhaue? Normalerweise braucht man doch dafür eine Feuerwaffe, oder? Wenn mich nicht alles hört. Ja, die haben wir mal kurz weggesäbelt. Das nehmen wir wieder als Bartender. Mal gucken, ob wir jetzt nochmal mit ihm sprechen können oder wie das jetzt läuft. Theoretisch mit ihm sprechen können. Ich meine, es bringt ja nichts, mit ihm zu sprechen, aber. Guck mal. Ah. Ah. Hey. Warum bist du jetzt schon hier? Du hast deinen Einsatz ein bisschen verpasst, Junge. Schön, dass sie wenigstens nicht so viel Leben haben. Dann hart genug, dass sie so viel abziehen, aber dass sie. Komm! Und zack! Ja, da hab ich. Du bist nur Fun gemacht. Lista. War auch gut so. Wunderbar. Schön, ey. Ich glaub gar nicht, wie mich das hier alles freut. In einem Spiel, wo es eigentlich gar keine Story, will ich nicht sagen, aber wo es halt nicht wirklich so eine Storyline gibt und so eine richtige. Hier gibt es ja keine Quests oder sonstiges. Also halt nicht wirklich wie in einem normalen Spiel. Finde ich das so geil mit diesen Sachen hier. So saumäßig geil, aber. Ich kenne mich überhaupt nicht wieder. Ich weiß nicht, wo ich jetzt sein soll oder so in der Festung. Ich bin ja hier ganz woanders. Hier geht's weiter. Ah, guck mal, hier kämpfen wir wieder. Alter, der Ding gefällt. Gefällt. Ich würde mal wissen, ob die mich angreifen. Ja, wir tun das. Dumm Wichser. Ich habe euch gar nichts getan. Oha. Ja, greif mich auch an. Lol. Wo geht's raus da? Du Sack, Alter, du Verräter. Ich dachte, wir wären Freunde.
dachte wirklich, wir werden Freunde. Oh nein. Oh nein. Oh. Lol, ich hab gar keinen Schaden bekommen. Oh lol. Alter, das ist dick Papa. Alter, gerade noch ausgewichen. Da habe ich fast zu Whisky gespielt. Ah, fuck. Oh, fuck. Alter Schwede, ihr dummen Pisser. Das ist aber auch unfair. Oh. Wenigstens weiß diese Wache da oben, wer der wahre Feind ist. Aber wahrscheinlich greift er mich jetzt auch an. Der dumme Huso. Sowas könnten sie ändern. Sowas könnten sie noch verbessern. Zum Beispiel bei Dark Souls 3. Also wenn man hier also so Riesen umbringt, dass sie dann... Ich lasse ihn mal. Lol, Riesenmagier. Was sind das jetzt? Golems oder Riesen? Golem-Riesen. Aua. Aua. Der Aschenebel lichtet sich. Heißt das, dass ich gleich wieder zurück teleportiert wäre? Alter, leck mich doch am Sack! Junge! Nein. Ach fucking. Als ob ich jetzt... Was ist das denn? Ja, bestimmt. Oh mein Gott. Hä, muss ich da durch? Ja. Mit zwei Esso-Verkäufs kann ich ja nicht viel anrichten. Hä, wie schnell muss ich denn sein? Krass. Krass, ey. Oh mein Gott, das ist echt nicht so. Ich dachte wirklich hier, ich rage da so, also ich gehe da so eiskalt durch, aber ist nicht so, ist wirklich nicht so. Es ist halt einfach. Die Schwierigkeit liegt da drin, dass die Zeit gering ist. Dass die Zeit begrenzt ist. Das ist die größte Schwierigkeit im Moment. Muss ich irgendwie gucken, dass ich da schneller durchkomme, aber es ist echt schwer, wenn ich da schnell durchpacken will. Deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt auch rasiert. Halt auf den Baum zu kommen. Ist ja gar kein Baum, ist ja ein Riese. So, nochmal versuchen. Diesmal muss ich schneller sein. Ist echt ärgerlich, dass man so schnell rennt. Aber wenn man es öfters mal macht, dann weiß man wenigstens den Weg und alles. Dann geht es auch alles ein bisschen schneller. Den habe ich ja mal einfach mal nur bist nur Fun getötet. Nach dem Motto. Jetzt muss ich. Alter. Ich habe gerade so eine Panik bekommen, weil ich nicht zurückgekommen bin. So, einmal warst du am Zug und dann war ich am Zug. So, da war eine Fernkampfwaffe bei diesem Riesen. Saugeil. Aber da muss ich sagen, das wäre saumäßig cool.
Hallo. Junge, leck mich doch am Arsch. Wieso wollt ihr mich denn angreifen, Mann? Junge, ich bin euer Verbündeter. Das kann doch nicht sein. Dass sie mich angreift. So. Das ist rasiert, Alter. Ah, ihr Loser. Ah, war ein bisschen blöd. Hä? Lol, habt ihr es gesehen? Oh Mann, war das jetzt hier. Nein. Okay. Cool. Ich wusste gar nicht, dass ich die auch weg. Slappen, wegsteppen. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Egal. Wegsleppen heißt es, glaube ich, nicht. So. Mach ich die Truhe auf? Das kenne ich doch irgendwo her. Ich habe Angst vor der letzten Erinnerung, die ich noch machen muss. So. Diesmal war ich aber deutlich schneller, Alter. Ah, da ist der Magier. Der Magier mit der Maske. Ah, der ist jetzt da unten und ich kann mir das holen, was da liegt. Na toll, ist jetzt nicht so geil gewesen. Naja, nehme ich mit. Nehme ich gerne mit. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Angst runterzugehen wieder, ne? Naja, was haben wir denn sagen? Ist eh nicht mehr da irgendwie. Okay, hier muss ich scheinbar. Alter, das ist so. Dauert natürlich Zeit, die ganzen Seelen hier aufzusammeln, aber ich. Die ganzen Schätze hier aufzusammeln, aber das will ich natürlich trotzdem. Wunderbar, und das ist er wahrscheinlich. Wunderbar. Ah, zum Glück gepackt. War gut, hat auch gut geklappt diesmal. Diesmal hat es gut geklappt. Wie wenig will ich Schaden machen? Ich check das gar nicht so mit diesem. Ich check das gar nicht mit dem Schild, was soll das bringen? Also die ET-Tacke, das mit dem, das hier. Was hat das für einen Sinn? Verstehe es nicht, egal. Kannst mir aber schreiben, Junge. Kannst mir aber schreiben. Ja, ich muss natürlich nochmal zurück. Muss mich natürlich nochmal aufladen und dann gehen wir zum letzten Riesen. Vielleicht kriegen wir dann noch ein bisschen was von der Story mit. Wäre cool. Wäre wirklich cool. Weil ich feiere das im Moment. Und dann können wir schon Vendrick töten, Leute. Dann können wir schon Vendrick töten. König Vendrick. Das ist nämlich unser nächstes Ziel. Nachdem wir die Riesenseelen erhalten haben. Können wir nämlich Vendrick herausfordern. Mhm. Das ist dieser eine Typ, der König, der verdorben wurde oder was auch immer. Oh, ein echter. Ein echter, Leute. Ich frag mich ja, ob der jetzt in meinem Level sein muss oder ob das jetzt auch einer sein kann, der gerade erst angefangen hat. Und ein, oder vielleicht einer, der mittelmäßig ist, also weiß ich nicht, sag ich mal, Schloss von Drangleic und jetzt kleine töten will.
und dann auf mich trifft. Hallo? Als ob der hochgefahren kommt. Doch, tatsächlich. Moinsen. So viel Schaden machst du ja nicht, ne? Hast aber Junge reingeschissen, Alter. Alter, der ist verdammt gut. Halt die Fresse, Alter. Ah, der war gut und das war schlecht von mir. Aber was ist das denn? Das war auf jeden Fall nicht ein Anfänger, ein Lowbob, der hier dachte, er wäre auf dicke Krammachen machen. Der war schon stark. Der war schon nicht unbedingt. Also, der hat mir ja nicht so viel Schaden gemacht, aber der hat einfach gut gespielt. Der hat einfach gut gespielt. Ich bin da auch ein bisschen falsch rangegangen in die ganze Sache, das gebe ich ja zu. Aber es hat halt auch wieder mega geleckt. Also was heißt mega geleckt? Er hat mich getroffen, obwohl er gar nicht da war. Also er hat mir dieses komische, man kann ja so einen stunnen. Ich dachte, der hält mehr als ein Schlag aus. Das ist jetzt eher weniger das Problem. Oh, Alter. Alter! Ich nehm's zurück. LOL. Wie fällt der denn aus? Aber der ist nicht so stark. Also der ist nicht so schlau irgendwie. Da hat er verloren. Verlassen wurde besiegt. Genial. Ich habe auch ein Menschenbild bekommen. Das hole ich mir natürlich gerne ab. Ich hätte auch einfach in den Nebel treten können. Aber das ist ja schon nicht schlecht, ein Menschenbild. Ne? Kann man schon gerne mal annehmen. So, die letzte Erinnerung. Mal gucken, in welche Erinnerungen wir jetzt eintreten, von welchem Riesen. Wir werden sehen. Gedanken an Oro. Bald nicht so lange in Erinnerung. Nee, das wird ja schon verhindert. Zwei Wege, das finde ich schon mal ganz schön scheiße. Seid ihr so stark? Und als Untoten seid ihr gar nichts. Und warum greift ihr mich an? Ich will euch nur beschützen. Oh, Alter, ein weißer Verbinder. Das zünde ich auf jeden Fall mal. Kann man nochmal machen. Eines Helden. Ha, nehmen wir doch mal einen mit, ne? Einfach gar nichts gebracht.
Ja, scheiß drauf, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Oh, ich habe schon wieder so viel Zeit verloren. Das wird beim ersten Versuch sowieso nicht funktionieren hier. Ich mich wieder an. Ja, what the fuck? Nee. Ach man, ich schaff das doch niemals von der Zeit her. Nein! Ach man! Ja, es leckt mich doch im Arsch, Alter. Ich pack's nicht, ich pack es nicht. Ist das nicht das gleiche Schlachtfeld wohl eben? Oh lol! Hab schon die Riesenseele. Alter. Hau ich mal ungefähr bei dir. Boah! Ja, jetzt ist es mir egal, wenn ich zurückgeportet werde. Jetzt kann ich hier noch alles untersuchen. Jetzt habe ich ja schon die Riesenseele. Wunderbar, wir haben alle vier, drei, vier, doch vier insgesamt. Mit diesen Riesenseelen von diesem Giftbiom da. Da war ja noch auch noch, haben wir noch eine Riesenseele gefunden. Das hat doch alles wunderbar geklappt. Ah, guck mal. Hier hätte man direkt durchgehen können, wenn man direkt da gewesen. Aber so ging es ja auch schnell. Aber ich wüsste trotzdem gerne mal, wo es jetzt. Wo hier. Wo hier. Das Magische ist. Leck mir doch die Eier. Ja, der Aschenherr belichtet sich, ich weiß. I know it. Immer noch irgendwie. Ne, so ging es nicht. Das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Der Aschennebel schwindet. So. Alle haben alle. Wir haben alle, Jungs. Schade, dass da keine Story mehr war. Mann. So. Ausrüstung. Packen wir die schon mal hier rein. Das ist nämlich wichtig, dass man sich da ausrüstet. Alle vier Riesenseelen. Wunderbar, Leute. Wunderbar. Ah, freut mich das. Ah, ist das schön. Einfach zu schön, um wahr zu sein, Jungs. Ich weiß nicht, was das bringt. Alter, das tötet ihn. Alter. Warte. Nee. Hä? Ich kann das irgendwie gar nicht gewollt machen. Dieses. Weißt du, wenn jemand blockt, dann kann man ja irgendwie so einen Move machen, dass der aufhört zu blocken. Guck mal, wenn ich sprinte, kann ich auch so einen coolen machen. Wenn ich sprinte und weiter nicht hab, dann steche ich, ne?
Alter. Alter. Wie cool. Wusste ich gar nicht. Okay. Ja, ist egal. Wir können schon mal zum nächsten Ort reisen. Dahin. Und dann verabschiede ich mich von dieser Folge. Danke fürs Zuschauen. Jo, die Folge geht schon lang genug. Ja, dann verabschiede ich mich für die nächste Folge. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.